Grüß dich, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, und wir gemeinsam begrüßen unseren lieben Boris Lukas aus der Schweiz. Und wir wollen heute mal eine ganz bestimmte Frage stellen und ein ganz bestimmtes Thema ansprechen. Denn es geht heute um das Verlass dich auf dich selbst. Wirklich, kannst du dich auf dich selbst verlassen? Wenn du genug Selbstvertrauen hast, ja. Und das ist aber ein sehr interessanter Weg. Denn es gibt da sehr gute Nachrichten zu. Übrigens Nachrichten. Sag mal, Boris, hast du Nachrichten geguckt? Grüß dich, Andreas. Ich habe keinen Fernseher. Und ich schaue auch keine Nachrichten, weil ich will mich nicht ständig mit diesen Nachrichten berieseln lassen. Weil ich brauche das nicht. Das sind keine guten Nachrichten. Und diese Informationen, die helfen mir auch nicht weiter. Es sind eigentlich immer dieselben Nachrichten, die man hört. Und die sind immer nur ein bisschen abgewandelt. Aber der Mensch bleibt da beschäftigt und richtet die Aufmerksamkeit nach außen. Und deswegen, ich höre keine Nachrichten. Ich lese mal hier und da auf YouTube, sehe ich mal so Schlagzeilen, so aller Bildzeitung. Aber ich steige da nicht zu tief ein. Ich glaube, das ist das Beste, denn die Energie folgt ja der Aufmerksamkeit. Und in dem Moment, wo wir auf bestimmte Nachrichten unsere Aufmerksamkeit lenken, geht ja auch unsere Energie dahin. Also deswegen schaue ich auch keine Nachrichten, sondern lenke meine Energie lieber auf das Neue, auf das Positive, auf die Alternative, um es zu stärken. Und hier kommen wir nämlich gleich als nächstes zum Thema Vertrauen. Denn wenn ich das mache, muss ich ja darauf vertrauen, wenn ich dem anderen die Energie entziehe, dass es irgendwann, wenn alle Menschen das dann machen, einfach von ganz alleine sich auflöst. Ja, ja. Ja, es ist, wie du sagst, es ist wirklich die Frage, wem schenkt man seine Aufmerksamkeit? Da, wo die Aufmerksamkeit hingeht, dort ist auch die Energie. Und die Frage ist, ob wir in der Welt, die heute so gemacht ist und die gesteuert ist, ob man ihr die Aufmerksamkeit schenken will. Stellen wir uns jetzt mal vor, die Menschen würden immer weniger die Nachrichten schauen. Was würden denn die Nachrichtensender machen? Die müssten sich dann fragen, ob sie das so weitermachen wollen, wie sie es bisher machen, oder ob sie einen objektiven Journalismus präsentieren wollen oder ob sie, ja, sie müssen sich Gedanken machen. Also daher, es steht und fällt ja grundsätzlich alles mit uns, wie wir uns verhalten. Und von der geistigen Entsprechung her ist das, was ich aufnehme, auch das, was ich nähre. Wie schön sagt doch die geistige Welt, deine Augen sind einerseits die Fenster zur Seele, aber andererseits sind es auch die Tore, durch die etwas hineinkommt und meine Seele erreicht. Das, was ich anschaue, beobachte, mit dem trete ich ja in Kontakt. Also sagen wir mal so, wenn man meditiert, man ist in einer schönen Energie, man fühlt sich bei sich selbst angekommen und man würde dann unmittelbar nach einer schönen Meditation Nachrichten schauen, Schlagzeilen lesen, sich damit befassen, dann merkt man doch einen deutlichen Unterschied seiner eigenen Energie. Und darum geht es, dass wir spüren, was tut mir gut und nicht zu denken, ich muss ja informiert sein. Das ist das Argument vieler Leute, dass sie glauben, sie wären nicht ausreichend informiert, würden sie nicht die Tagesschau anschauen oder Nachrichten, Zeitung lesen. Aber die Frage ist halt, was macht das mit uns? Wo führt uns das hin? Wo steuert uns das Geschehen, das so ungefiltert auf uns einströmt, hin? Ganz klar, meine Meinung ist, es trennt mich von meiner Seele. Je länger ich dort hineinschaue, was von außen kommt, führt es mich auch nach außen. Das ist völlig kontraproduktiv für Menschen, die sagen, sie wollen den inneren Weg gehen und sie wollen lernen, aus ihrer inneren Kraft zu schöpfen. Weil ganz sicher ist es so, dass wir die Informationen bekommen, die wir brauchen. Es ist sicherlich auch nicht falsch, sich zu informieren, aber sich zu berieseln oder wenn man gerade nichts zu tun hat, die Nachrichten zu schauen,
dann ist es besser, man würde beten oder meditieren und sich mit seinem Selbst verbinden, weil dann hätte man auch viel mehr Kraft für das Leben und würde weniger über das Geschehen meckern und sich beklagen, was in dieser Welt alles passiert. Ja, es ist ein großer Umbruch zugange und das wissen wir alle, aber was sagt uns die geistige Welt? Sie stellt uns doch ganz klar vor die Möglichkeit, sie gibt uns Empfehlungen, dass wir die innere Stärke durch das Anbinden an das Licht, durch das Ansprechen unserer wahren Natur, ja, eine Stärke erlangen, die es uns erlaubt, unangreifbar zu sein, unverletzbar zu sein, uns nicht ständig über alles zu ärgern. Denn wenn wir Nachrichten schauen und sehen, was alles an schlechten Dingen passiert, dann fange ich auch an, mich mit diesen Kräften zu verbinden. Mein Emotionalkörper, der korrespondiert damit. Ich entwickle Ängste und ich entwickle vielleicht auch Urteile über Menschen oder Abwehr gegen Menschen. Also es wird mir ja ein Bild aufgesetzt oder übergestülpt. Und das ist ja auch die Absicht zumeist dieser Nachrichten, die ja sehr geframed die Nachrichten verbreiten und dadurch gezielt die Menschen steuern. Und ich will mich dem einfach entziehen. Ich sage, ich bekämpfe nicht, sondern ich lasse es an mir vorbeiziehen. Passiv. Ich leiste passiven Widerstand sozusagen. Ich bin ein Pazifist. Ich gehe nicht mit einer Waffe auf andere los, sondern ich sage, wenn jemand etwas gegen mich hat, dann okay, dann ist das so, dann ist das aber seine Sache und ich lasse es an mir vorüberziehen. Und daher ist es ganz wichtig, eine Entscheidung zu treffen, wohin geht die Energie. Es gibt natürlich Menschen, die genau diese Aufgabe haben, aufzuklären, was absolut richtig ist. Die haben aber auch die Energie. Ich als Konsument muss fragen, wohin geht es mit der Energie? Das ist meine Frage, die ich an mich richte. Und ich weiß, was mir am besten, welche Informationen mir am besten für mein Wohlergehen sind. Und diese Informationen, die erlaube ich mir und die anderen Informationen, die weise ich ab. Und so mache ich es auch mit dem Leben. So hat die geistige Welt mir mal klar gesagt, was dich hier berührt, das lass zu, das lass geschehen, das nimm auf. Was dich hier nicht berührt, also eigentlich mehr emotional erreicht, das lass los, lass an dir vorüberziehen. Ja, das klingt jetzt so, als würde ich die Gefühle ignorieren oder würde Gefühlen und Konfrontationen ausweichen. Nein, das mache ich natürlich nicht. Aber ich spüre, welche Kräfte unerwünschten Einfluss haben. Und wenn ich spüre, dass etwas mit mir zu tun hat, dann beschäftige ich mich damit, aber nicht allein über die Emotionen, sondern darüber, dass ich mit meinem Herzen, mit meiner inneren Kraft auf diese Ereignisse zugehe, mich inspirieren lasse, hinterfrage, was hat das mit mir zu tun. Aber ich treffe hier auch noch eine Entscheidung und diese Entscheidungsfähigkeit ist ja auch eine Grundlage, die ja unserer Freiheit zugrunde liegt, dass wir sagen können, das will ich nicht. Und damit sind wir nämlich genau da. Verlass dich auf dich selbst, nämlich verlass dich auf deine Intuition. Und folge ihr. Und das ist, was die geistige Welt uns ja auch unbedingt empfiehlt. Gar nicht so sehr nach außen zu blicken. Am Rand, ja. Wir sind hier in dieser Welt, am Rand schon. Aber lass die Welt, die am Rand um dich herum passiert, nicht in dein Zentrum hineinrücken und lass auch nicht dein Zentrum von dieser Welt überlagert sein. Das Göttliche in uns, das besitzt so eine Kraft, wenn wir dieser Göttlichkeit, der liebenden Quelle zuhören. Das ist ja nun mal das große Problem dieser Welt, dass die wenigsten Menschen in der Lage sind, diese Quelle in sich selbst zu spüren. Und sie spüren ja nur dann, wenn irgendetwas Besonderes auf der emotionalen Ebene stattfindet. Dann fühlen sie. Und wir lernen ja über den spirituellen Weg zu fühlen, was durch das Herz
gegeben wird. Das ist dann nicht der Weg vom Gefühl, das uns erreicht, sondern vom Herzen zu fühlen. Das ist ein umgekehrter Weg. Die äußere Welt erreicht mich durch die Emotionen. Da muss kein Herz dabei sein. Wenn ich aber in meinem Herzen bin, dann entscheide ich, welche Gefühle für mich förderlich sind, welche erwünscht sind, welche mein Herz zum Ausdruck bringen. Und das ist ein Leitgedanke, der für mich ja im Grunde auf alles übertragen ist, was ich mache. Ich lasse mich auf andere Sachen gar nicht ein. Und wenn Menschen destruktiv sind, dann ist das ja ihre Entscheidung. Können sie ja gerne machen. Jeder wird das ernten, was er verdient. Das ist meiner Ansicht nach die allerhöchste Gerechtigkeit, die in dieser Welt oder nach diesem Leben stattfinden wird. Und jeder muss nur mit sich selbst so im Reinen sein, dass er weiß, dass das, was er lebt, kann er verantworten. Und für mich ist es deswegen klar, ich werde mich bestimmten destruktiven Kräften dieser Welt nicht öffnen. Ich werde meinen Weg gehen, ich verbinde mich mit dem Licht und ich bekomme hinsichtlich dieser spirituellen Orientierung aus meiner ganzen Überzeugung und aus meinem Glauben an das Gute auch diese Hinweise, wie ich beim Guten bleiben kann. Und genau das gibt mir die Stärke oder gibt jedem die Stärke, die er für sein Leben braucht. Denn je mehr wir uns mit den äußeren Kräften verbinden, werden wir ein Spielball der äußeren Kräfte. Wir werden beeinflusst, wir sind steuerbar, wir sind lenkbar, wir sind so beeinflussbar. Und das nutzt ja gerade die äußere Welt. Aber ich bin, du bist, wir sind, die wir uns erkennen im Licht, wir sind nicht das Ego. Wir sind göttliche Wesen, die in dieser Zeit leben. Und ich kann mein Leben gestalten. Ich kann entscheiden, ob ich meinen Fernseher anschalte oder nicht, oder ob ich das Radio anmache. Ich höre nie Radio im Auto, nie. Und damit geht's mir gut. Ich muss das nicht hören, was da gesagt wird. Wie gesagt, das ist immer dasselbe, nur anders verpackt. Und wir wollen ja zur Stärke kommen, zur echten Stärke. Und das heißt, dass wir uns konzentrieren, dass wir die Aufmerksamkeit auf das Licht, auf die Liebe gerichtet halten. Denn je mehr wir das Licht in unserem Bewusstsein aufnehmen, sehen wir auch das Schöne. Durch das Schöne erreichen wir auch andere viel mehr in ihrem Herzen, als wenn ich jetzt mit anderen über die Welt klage. Das wird einfach kein produktives Gespräch geben. Aber wenn ich die Welt lasse, wie sie ist, sie geht eh ihren Lauf. Den kann ich gar nicht verändern. Alles unterliegt einer Bestimmung, da bin ich von überzeugt. Und die Dinge, die jetzt so sind, müssen geschehen. Und ich habe die Wahl, beim Guten zu bleiben. Und wenn ich in meiner lichtvollen Energie bin, dann sehe ich auch den anderen in seiner lichtvollen Kraft. Und die Menschen sind dankbar dafür, dass sie so gesehen werden, dass sie in ihrem Wahren erkannt werden. Das ist nicht immer so einfach, weil wenn jemand sich selber ja nicht in seinem Licht erkennt, dann ist er verstellt, er ist verschleiert, er ist verkleidet. Je stärker wir in dieser lichtvollen Energie sind, in der Anbindung an die Liebe, enthüllt sich sofort der Mensch, der sich so verschleiert hat, und wir sehen, wer er wirklich ist. Und wir erreichen den Menschen. Und was passiert ist, das Vertrauen wird geschaffen. Echtes Vertrauen, das ist ja das, was in dieser Welt völlig fehlt. Die Menschen sind so verunsichert, und orientieren sich alle im Außen, ein YouTube nach dem anderen, was kann ich tun, wenn jetzt dann die Endzeit tatsächlich ja wie ein Donnerschlag eintritt, ich muss mich irgendwie vorbereiten. Zu viele Informationen von außen. Innen liegt immer die Antwort. Der spirituelle Weg ist der Weg, sich mit dem göttlichen Licht zu verbinden. Und das göttliche Licht, das ist eine Kraft, die uns allen zur Verfügung steht.
Wir müssen eigentlich nur diese Entscheidung treffen und gut beobachten, wann diese äußeren Kräfte auf einen zugreifen wollen, wann sie uns ablenken wollen, wann sie ein Spektakel erzeugen, das so auffällig wirkt, dass ich glaube, ich müsste mich damit beschäftigen. Dann verleihe ich diesem Ereignis sofort Macht. Aber nein, das muss ich nicht. Das Göttliche ist kein Spektakel. Es ist die Gegenwart in uns allen. Und wir sind alle Träger dieser göttlichen Gegenwart. Und das macht auch dann erst Sinn, sich mit Spiritualität zu beschäftigen, wenn man erkannt hat, dass es genau darum geht, in seiner göttlichen Wahrnehmung zu sein. Und das bedeutet nicht, dass ich das ganze Weltgeschehen ignoriere oder dass ich so durch das Leben gehe. Nein, das heißt, ich habe eine Entscheidung getroffen und diese Entscheidung gibt uns Kraft, sie gibt Stärke, sie gibt Souveränität und sie gibt einem auch das Gefühl, bei sich selbst zu sein. Und es gibt nichts Schöneres, als bei sich selbst zu sein. Es gibt wirklich nichts Schöneres. Dort beginnt die Selbstliebe. Auf einmal erkennst du, dass du es genau so machst, wie dein Inneres es anbietet. Es sagt dir, schau, ich bin da. Ich bin still. Ich bin friedlich, ich bin wachsam, ich bin aufmerksam. Und da sagt das Göttliche, das war kürzlich so, das Wort, ich bin in meinem wahren Selbst, das liebt und vollkommen ist. Auf einmal kommt dieser Satz mit einer wunderschönen Energie zu mir, so eindrücklich, dass das Innere still ist und einfach nur dieser Energie lauscht. Das ist die Wahrheit. Diese Nachricht gibt Kraft. Wir sind alle in unserem wahren Selbst. Wir sind nie wirklich getrennt. Aber wir haben vergessen, dass es in uns liebt und dass in uns die vollkommene Gegenwart wohnt. Wir folgen zu sehr diesen Ablenkungsmanövern. Würden wir wirklich etwas in dieser Welt verändern wollen, dann kann ich nur empfehlen, den inneren Nachrichten zuzuhören und sich dieser Kraft zu verschreiben. Wenn man zum Beispiel sagt, ich bin Licht, dann bekennen wir uns zum Licht. Wie viele Menschen haben große Sorge, die haben ja ein Problem zu sagen, in mir liebt es. Dann sagen sie, ja, aber ich habe auch ein riesiges Ego und ich kenne mich von so vielen anderen Seiten her, wo ich gesehen habe, dass ich überhaupt nicht Liebe bin. Doch, du bist immer Liebe. Das sind die Seiten vom Ego, mit denen man sein Ich verwechselt. Das Ego ist nicht Liebe. Das Ego ist in der Anpassung. Das Ego ist im Zweifel. Aber die Seele ist immer Liebe. Würden wir den Schritt dorthin gehen, würden zum Beispiel die Nachrichtensender schöne Nachrichten verbreiten, die Welt würde aufblühen. Das Problem besteht ja nur darin, dass die Menschen glauben, sie hätten einen Mangel. Und dann glauben sie noch an jemanden, der außen ist, der sich eben nicht auf seine Quelle bezieht, dass er dafür sorgt, dass dieser Mangel oder das Problem des Mangels gelöst wird. Wir sind selbstverantwortlich. Wir haben die Aufgabe und die Möglichkeit, uns selbst zuzuhören. Und dafür sollten wir sorgen und unsere ganze Energie hineingeben, die Liebe in uns kennenzulernen. Je mehr wir die Liebe kennenlernen, leben wir die Liebe. Und das Leben, das heißt die Gegenwart, die uns umgibt, in jedem Augenblick, wird uns darauf antworten. Und wir werden plötzlich das Leben anders wahrnehmen. Und wir werden es immer mehr anders wahrnehmen. Ja, dann würden die Kritiker sagen, ja, dann läufst du mit einer Brille durchs Leben, die deine Illusionen beantwortet. Es gibt Illusionen, aber die kommen nicht von innen. Die kommen eben von außen. Die Welt ist voller Illusionen. Je stärker wir bei uns selbst sind, in der wahren Liebe und sie kennen,
erkennen wir auch, was von außen kommt, was dir Glauben machen will, wer du bist und dich täuschen will, und du erkennst, was wahr ist. Und diese Kraft kommt nur aus dem Inneren. Das kann man drehen und biegen und wenden, wie man will. Die Stärke kommt aus der eigenen Quelle. Und die kann auch nicht gegeben werden, weil sie schon vorhanden ist. Wir können nur an diese Quelle erinnert werden. Aber das große Problem liegt neben diesem Mangel auch an unseren Wünschen, die wir haben. Wir haben so viele Wünsche, die unerfüllt sind. Und wir denken immer, die Wünsche würden uns vom Außen erfüllt werden. Wir suchen im Außen, wir erwarten sie von außen. Ja, natürlich kommen auch Begegnungen in unser Leben durch Menschen, die Wünsche erfüllen. Dann, wenn der Zeitpunkt stimmt, dann ist das aber in Korrelation mit meinem Inneren. Dann erkenne ich, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und dann vertrauen wir auch in das Leben, das den richtigen Zeitpunkt kennt. Und die meisten Menschen sind so von ihren Wünschen angetrieben, dass sie Erfüllungen produzieren, Wunscherfüllungen provozieren. Und dann erleben sie ein kurzes Glück, eine kleine Ekstase, und dann ist es schon wieder vorbei. Also man erntet eigentlich ständig auch die Enttäuschung. Das Glück, das von der Liebe her gegeben wird, das ist wirklich mal mit dem Wort nachhaltig zu beschreiben, wenn wir das Wort ja so gerne in der heutigen Zeit benutzen. Die echte Nachhaltigkeit liegt in der Reinheit. Wir finden sie nur in uns selbst. In der Reinheit, uns selbst zu begegnen. In der Echtheit. Die echte Begegnung mit uns selbst wird uns die Augen dafür öffnen, was für uns bestimmt ist. Geduld brauchen wir. Ich erinnere mich noch gut an meine Zeit, als ich in die Stille gegangen bin, über 2 Jahre. Und eine der ersten Worte, die zu mir kamen durch die geistige Welt, waren Geduld und Beharrlichkeit. Also halte durch. Erwarte nicht sofort Erfolg. Erwarte nicht, dass du gleich das Göttliche in deinem Herzen siehst, dass du es in den anderen siehst, dass du dich veränderst. Das kommt, aber hab Geduld. Bleib beim Guten und lebe nach dem Guten. Und das Leben wird sich verändern. Andere können wir nicht verändern. Wir können nur uns selbst verändern. Die Welt können wir nicht verändern. Wir können nur in unserer inneren Stärke sein und annehmen, was geschieht. Und dadurch sind wir bei uns selbst. Und doch mal zurück zu diesem Beispiel und dieser Ansprache an das Licht. Das Licht ist in jeder Zelle des Körpers. Ich muss kein Wissenschaftler sein, um das erklären zu können. Wir können das durch Meditation erleben. Je stiller wir sind, verändert sich unsere Energie. Wir treten in Kontakt mit dem Inneren und wir spüren, wie von innen her eine Freude aufsteigt, die uns eine Kraft gibt, die so groß ist, dass sie bei einem bleibt. Und dass man aus dieser Kraft schöpft und dass sie die Richtung angibt, wohin man gehen soll, was zu tun ist. Das Innere, das Liebende in uns berät uns. Wir sind nicht alleine. Wir sind alleine, wenn wir aufhören, dem Inneren zuzuhören. Und unsere wirklich jetzt große Aufgabe ist es, eine ganz klare Entscheidung zu treffen, wohin geht die Energie. Unser ganzer Körper, unsere Aura, unser Bewusstsein, das ist alles Licht. Deswegen Empfehlung, ich bin ganz Licht, diese Worte auszusprechen. Ich bin ganz Licht. Still zu werden, mit jedem gesprochenen Wort zu fühlen, was man sagt, das nicht zu schnell zu sagen, auch klar auszusprechen und auch mit der Freude aufzuladen, sich das vorzustellen, ich bin Licht, ich bin eine gottgeborene Seele. Und das Licht wird immer stärker. Und durch das Zunehmen des Lichtes in unserem Bewusstsein koppeln wir uns von den Identifikationen ab, die mit dem Ego einhergegangen sind. Denn wir wollen unsere Probleme lösen und beschäftigen uns dabei mit den Problemen.
die eigentliche Lösung oder Auflösung oder Überwindung der Probleme entsteht durch das echte Verbinden mit dem, was wirklich ist, mit dem wahren Identifizieren. Und das ist mit dem Licht, mit der Göttlichkeit in sich. Das hat nichts mit Allmachtsfantasien zu tun, denn wenn man den Weg der Liebe geht, dann ist man in vollkommener Ruhe, dann ist man im Frieden, man ist wirklich ein Pazifist, man meint es gut, man drückt das Gute aus und das Gute geht von einem aus. Und die Überzeugung, dass das wirklich so ist, kann nur jeder Einzelne durch seine Ansprache, die er an das Licht richtet, erfahren. Und das ist unsere Entscheidung, die wir treffen, mit Geduld und Beharrlichkeit. Ja, und dann hatten wir noch ein zweites Thema für heute. Da geht es nämlich darum, die Seele zu befreien. Und da ist jetzt die Frage, schaffen wir das ganz alleine oder ist es da ganz gut, hin und wieder auch mal die geistige Welt dazu anzurufen? Sehr wichtig, dass wir auch die geistige Welt mit einbeziehen. Ich mache das, ich spreche die Lichtwesen an. Dann denkt man vielleicht, ja, ich müsste jetzt doch wissen, wie heißen die Lichtwesen? Die Namen sind gar nicht so wichtig. Oder wenn man intuitiv einen Namen erspürt, sozusagen, okay, dann ist das ein Geschenk und dann sollte man den Namen natürlich auch ansprechen. Aber man muss keinen Namen kennen. Man kann einfach direkt die Ansprache an das Göttliche richten, an die liebende Gegenwart, die Engel des Lichtes anrufen, die Engel der Liebe. Und je mehr wir uns an das Licht wenden, desto mehr befreien wir uns von dem Griff unseres Egos, das uns in dieser Welt der Illusionen gefangen hält und mir klar und weiß machen will, dass ich schwach bin, dass ich unwürdig bin, dass ich keinen Selbstwert habe. Das ist ja alles eine Erfindung vom Ego. Und die Befreiung der Seele geschieht, indem ich diese lichtvollen Kräfte anspreche und sie benutze, von ihnen Gebrauch mache. Das heißt, in meiner Gedankenwelt lichtvolle Gedanken benutze, schöne Gedanken, das Schöne anschaue. Da haben wir wieder den Blick, das Schöne beobachte, aber auch das Schöne hereinlasse, das Schöne in mich hineinnehme, sich mit schönen Kräften zu beschäftigen und zu spüren, nee, das ist nicht gut, das tut mir jetzt nicht gut, dann ist man besser bedient, wenn man sagt, nein, dieses Gespräch hilft mir jetzt nicht mit dieser Person, ich lasse es. Jeder hat seine Meinung oder Menschen sind unterschiedlich. Wir können uns auch nicht mit jedem Menschen vertragen. Das ist einfach so, das liegt in unserer Natur. Wir sind unterschiedlich als Mensch. Erst wenn wir in der Liebe sind, dann spüren wir zu 100%, was uns gut tut. Aber auf menschlicher Ebene müssen wir Entscheidungen treffen, um unsere Seele zu befreien. Ansonsten werden wir immer unser Ego, also unsere Person, in den Vordergrund stellen und uns Mammutaufgaben stellen und denken, wir müssten doch alles meistern. Wir müssten jede Schwierigkeit annehmen, um sie so praktisch zu bemeistern. Das ist kein möglicher Weg. Manchmal bedeutet es auch, loszulassen von Dingen oder Situationen, die einfach nicht zu verändern sind. Wir können nicht mit dem Kopf durch die Wand. Also das Licht ist ein sehr, sehr starkes Instrument, um unser Bewusstsein zu erheben und die tägliche Ansprache an das Licht, täglich auch sich selber dabei zu beobachten, wohin gehen die Gedanken, was denke ich über andere, was denke ich über mich, wie begrenze ich mich oder wie verurteile ich andere. Das sind Kräfte, die entscheiden darüber, ob ich lichtvoll bin oder ob ich destruktiv bin, also mein Geist benebel und mich in einem Dunst bewege, ja, der mich ja auch wieder vernebelt, weil ich ja dann dafür auch Resonanzen entwickle. Gib mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Die Kraft, das, woran ich was tun kann, es zu packen. Und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Ja, wir sind ja hier inkarniert, um eben genau diesen Weg zu gehen, diesen Weg der Entscheidungen. Wir kriegen immer Informationen und dann können wir uns entscheiden, gehe ich den lichten Weg
oder einen der anderen. Und von daher müssen wir auch sehen, das macht aber jeder Mensch. Und jeder ist dafür sich selbst verantwortlich. Und es ist nicht unsere Aufgabe, jeden Menschen da jetzt zu sagen, hey, nur wach mal auf, Mann, komm hier, du Alter. Nein, sondern erst mal bei uns selber. Und zwar ganz bei uns selber. Und dann kann es weitergehen. Boris, hab ganz herzlichen Dank für dieses Wow-Gespräch. Und ja, dir auch ganz herzlichen Dank, dass du mit dabei warst. Ich danke dir auch für deine Mitgliedschaft, falls du schon Mitglied bei Delfin TV bist. Übrigens, ab Stufe 2 kannst du die Videos schon früher sehen. Da sind sie von dem Moment an, wo sie fertig sind, schon für dich online und für alle anderen dann, wenn der offizielle Veröffentlichungstermin herangerückt ist. Danke auch für deine liebe Spende. Ganz herzlichen Dank. Und in dem Sinne senden der Boris aus der Schweiz und ich dir aus dem Norden wieder von ganzem Herzen alles Liebe.